Welcome back, krassen Dudes, und willkommen zu einem weiteren Special-Video hier in Gran Turismo Sport. Heute haben wir den frisch erschienenen Toyota Supra. Warum sage ich frisch erschienen? Denn gestern, der 5.3. Kam ein neues Update für Gran Turismo Sport und da waren 500 Fahrzeuge plus eine neue Strecke dabei. Unter anderem unser wunderschöner Supra, der ohne Scheiß, der sieht wirklich gut aus, da kann man wirklich sagen, was man will. Auf jeden Fall werden wir heute testen, was das gute Kfz so kann. By the way, der Supra kostet im Spiel 100.000. Das Lustige ist, in der Realität kostet der beim Grundpreis, wenn man nichts dazu bucht, 62.000. Man muss aber sagen, im Spiel gibt es dieses Kfz mit dem Premium-Paket, sprich, also das Real-Life-Premium-Paket, was man zu diesem Auto dazu buchen kann. Und das beinhaltet, was war das nochmal? Auf jeden Fall das Wichtigste hier im Spiel ist das Head-Up-Display. Und ja, das war es eigentlich, was hier im Spiel relevant ist. Gut, dazu kommt noch eine Lederausstattung plus JBL-Soundsystem, 12 Lautsprechern und kabelloser Smartphone-Aufladestation. Aber das bringt uns alles mit Spiel nichts. Deshalb würde ich mal sagen, testen wir das Ding mal auf der Nordschleife. Natürlich mit KI, natürlich auf maximaler Schwierigkeit und ohne Traktionskontrolle. Das wird spaßig. So, let's go. Willkommen im Ladebalken. Bin echt gespannt, was dieses Kfz leisten kann und wie stark es gegenüber den anderen KI-Fahrzeugen ist. Oh, Motorsound. Also, der. Oh. Komm nochmal. Einmal. Ja. Hört sich schon gut an. Hört sich schon ein bisschen bollerig an. Finde ich gut. Ja, komm, einmal noch. Einmal noch. Ah, oh, schade. Ich bin echt gespannt, wie der Supra in der N300er-Klasse abschneiden wird. Ob er, ja, OP sein wird oder nicht. Oder ob er richtig schön sich ins Feld einschmiegen tut. Von daher, Leute, wir testen das mal, drücken Start und haben Black Screen. So muss das. Ah, jetzt geht's los. Ich mag die neuen Scheinwerfer, die sind cool. Vielleicht für einige ein bisschen zu futuristisch. Aber naja, warum nicht? So, hier haben wir auch das Premium-Paket, ne? Dem Head-Up-Display. Wie gesagt, der Rest ist ja für Gran Turismo uninteressant. Euch wird relativ schnell auffallen, dass dieses Auto relativ kurz übersetzt ist. Wir haben hier 8 Gänge, wo man hier eigentlich Hatzenbach die ganze Gegend im dritten rumdümpelt, fährt man hier im vierten. Das ist schon ein kleiner fahrerischer Unterschied. Oh, hier, das Generationenduell. Alte Supra gegen neue. Übrigens, viele streiten sich, wie man die Supra nennt. Ne? Sei es jetzt die Supra, das Supra, der Supra. Leute, es ist der Supra. Das ist der Supra. Wenn schon der Toyota-Händler sagt, der Supra, dann ist die Argumentation eigentlich schon beendet, oder? Aber ich muss zugeben, die Supra passt manchmal auch besser, aber die Supra, weiß nicht. Das ist die, das wird, glaube ich, der Supra nicht gerecht. Ah. Lass Platz, hier kommt der Supra. Ah, der zieht richtig gut. Also, das ist echt Wahnsinn, wie der vorangeht. Übrigens, viele haben sich ja beschwert wegen BMW, also zu viel BMW-Technologie und dass es ja eigentlich ein Z4 sei, weil Innenraum sehr BMW-ig aussieht und der Turbolader auch, glaube ich, BMW-Technologie beinhaltet, so wie auch der Motor. Weil ich weiß nicht, das sind einfach nur Gründe, die sich Leute aussuchen, um das Auto zu haten. Das ist einfach verrückt. Ich finde, so wie dieses Kfz ja so beim Stehen schon gut aussieht, ich weiß nicht, wie man gegen dieses Auto was haben kann. Ich meine, wenn man diese Leute,
dieses Auto so hassen, wenn man dieses Auto schenken würde, so, hey, fahr mal damit, hab mal Spaß. Die werden das Auto abfeiern. Safe. Übrigens, mein lustigster, die lustigsten Kommentare unter den ganzen Autobild und Motormagazin-Videos auf YouTube waren immer so, der neue Supra sieht ja gar nicht so aus wie der alte, die haben ja nichts gemeinsam und ja, na klar, ist halt ein neues Modell. Ist halt 20 Jahre Unterschied, oder über 20 Jahre Unterschied. Da kann ein Auto sich schon mal äußerlich verändern. Ich meine, der ganz alte Ford Fiesta, das war ein Kastenauto. Was der Fiesta heutzutage ist, ist ja, ne, was ganz anderes. Oh, ich dachte, ich wäre im dritten. Auf einmal war ich da im ersten. Aber wir merken, das Auto geht richtig schön voran. Oh, eine Fair Lady vor uns. Aber guck dich mal an, wie das Auto hier oben zieht. Das ist so. Das ist echt wahnsinnig gut. Oh, ich habe vergessen, und rechts das Hut zu wechseln. Oh nein, wir haben uns in eine Sackgasse gefahren. Schon, lass mich vorbei, Nissan. Fühl mich gerade wie bei Mr. Bean, wenn er die Treppe runter will und vor ihm die Oma ist. Oder Treppe rauf will und vor ihm die Oma ist. Ja, überholen auf der Nordschleife nicht ganz so easy wie auf anderen Rennstrecken. Ich bin jetzt echt, ich bin gleich wirklich gespannt, wie das Ding auf der Döttinger Höhe abgeht. Oder was wir da noch an KMH rauskitzeln können, wenn es runter geht Richtung Tiergarten. Man muss zwar ein bisschen aufpassen mit dem Gaspedal im Kurvenausgang, weil Heckhiebler gut viel PS könnte schon mal gefährlich werden. Besonders bei diesem Fahrzeug hatte ich das Gefühl, wo ich eine Runde Training gefahren bin, natürlich allein auf der Strecke. Ah, gibt Gas da vorne. Übrigens einmalig, oder erstmalig Karussell im dritten Gang, nicht im zweiten Gang. Sonst fährt man mit jedem Kfz im zweiten Gang, aber hier, ne. Supra denkt sich, ich bin nicht jedes Auto. Das machen wir mal ganz anders. Ah, gibt das RX-7? Oder ist das ein RX-7? Ja, ne? Ah, vielleicht wieder hoch in den fünften, um wieder ein bisschen mehr Stabilität zu bekommen. Die japanische Version ist zurück in die Zukunftsautos vor uns. Was blinkt das denn? Links, rechts, jetzt nur noch rechts. Kannst ja gar nicht entscheiden da vorne. Mit seinem Rasenmähermotor. Was ist da vor uns? Was ist das denn für ein Kfz? Alpin? Bist du ein Alpin rechts neben mir? Es ist okay, es ist blau, es ist wahrscheinlich ein Alpin. So, hat es hässliche Frontleuchten hinter uns? Ja, hat es. Es ist ein Alpin. Guten Tag, Franzosenauto. Schnell weg hier. Oh, vor uns ein anderer Supra. Track Day hier. Der Japanesen. Übrigens, was ich mir richtig gewünscht hätte bei der Farbauswahl, wenn noch dieses Obwohl, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob es auch den A90-Anstrich gibt. Aber was ich mir auf jeden Fall gewünscht habe, diesen rot-schwarz-grau-weißen Camouflage-Muster, wo der Supra ja angekündigt wurde, dass der dabei ist. Aber nee, leider nicht. Aber wahrscheinlich gibt es da schon zig Folien, die das nachahmen im GT-Shop. Oder wie man das hier nennt.
Alter, wer ist der Erste? Was hat der für ein OP-Auto? Der ist ja richtig weit vorne. Ich glaube, den holen wir nicht mal ein. Das Head-Up-Display gefällt mir echt. Aber nur, wenn man Premium Edition dazu bucht. Wie gesagt, Grundpreis kostet der Supra 62.000. Ich glaube, plus Premium-Paket. Ja, weiß nicht, so 2, 3, 4.000 mehr. Also, ich habe es mal irgendwo aufgegriffen, dass es so in die Richtung ginge. Aber es macht mich stutzig, dass das Spiel im Auto, dass das Auto im Spiel 100.000 kostet. Der erste ist schon durch. Wir müssen mal gleich in der Replay checken, was der für ein OP-Auto hat. Abgefangen, überlebt. Nur noch bremsen und dann haben wir es überstanden. Huh. Okay, da haben wir auch. Gut, da habe ich gerade selber ein bisschen Kacke gebaut. Wir waren ein bisschen schnell unterwegs. Aber zweiter. Zweiter ist gut. Dritter. Ein anderer Toyota Supra. Das ist doch schön. 2 und 3. Echt gespannt, was der erste für ein Kfz hatte. Aber eine echt schnelle Runde. Also, das hat sich wirklich schnell angefühlt. Also, wirklich schnell. Ob das Auto wieder 100.000... Ja, weiß ich nicht. 100.000, obwohl 100.000 ist mittlerweile nicht mehr so viel in Gran Turismo Sport. Ich meine, es gibt so viele Rennen, die einen 2.000, 3.000 oder 400.000 Money bescheren. Da tun einem die 100.000 jetzt nicht so weh. Übrigens, der erste hatte ein KTM Crossbow. Also gut, der ist ein bisschen leichter und schneller. Da machen wir leider nichts gegen. So, aber ich würde mal sagen, wir gehen einmal zurück ins Menü. Denn wir haben ein, hier, Karolett Rad Daily Drehwurm abgeschlossen. Oder kriegen jetzt ein? Oh Leute, was wird es? Ich habe eigentlich auf gar keinen Bock der. Oh nein, oh nicht das Kfz. Den habe ich doch schon, ey. Und guckt euch doch an, wie das aussieht. Das will doch keiner. Freediver. Naja, so zum Schluss würde ich nochmal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne eine positive Bewertung ab und schreibt auch gerne in die Kommentare rein, was für ein Auto ihr als nächstes sehen wollt. Von daher, Leute, ich bin jetzt raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.